Die hat man ja auch ganz anders gemacht. Hat man sogar hier nochmal geguckt, welchen Stil nehmen wir dann für sie? Und natürlich dieses, dieses Dicks-Auftreten. Dieses, Und hier nochmal, das finde ich, haben sie sehr gut umgesetzt. Also dieses Kleid gefällt mir persönlich auch sehr gut. Es stimmt, es ist einfach stimmig. Und allein, wenn man dies schon so ansieht, dann kann man niemals daran denken, dass dies vielleicht mal eine positive Person war. Und natürlich die böse Nadler nochmal. Also wirklich, mir gefällt Nadler als Charakter wirklich sehr gut. So, Kreaturen von Atlantis. Na, die sehen komisch aus. Wie Fledermäuse. Da muss man natürlich auch gucken. Die anderen, die sahen immer sehr fleischig aus. Fand ich auch schon immer ein bisschen komisch. So, das sind jetzt einem Objekte. Wie zum Beispiel hier das Gion, ein ganz wichtiges Objekt. Ein Stein. Total wichtig, dass das darf in keinem Let's Play fehlen. So ein Steinbild. Ich erinnere mich. Achso, da kam die Speere Spieße raus. Ah, und der Hammer. Ganz wichtiges Ding. Wobei, der Hammer aus dem ersten Teil gefiel mir besser und das Teil schon wieder. So, andere Charaktere. Ja, das sind die Nebencharaktere, die aber wirklich Mut beweisen, finde ich. Und ich frage mich sowieso, warum die gestorben sind und weil die ja eigentlich unsterblich sein sollen. Aber die beiden, das waren auf jeden Fall sehr weise Herrscher von Atlantis. Wobei man sich natürlich mal fragen muss, wie sinnig das ist. Vielleicht hat er ja auch, konnte er ja auch auf beinig gehen. Aber wirklich sehr weise Herrscher, die beiden. Werbematerial. Oh, die Lava. Und noch eine Lava. Noch eine Lava. Und noch eine Lava. Oh, das sind das schöne Bilder. Schöne Bilder. Und das erinnert mich an Tomb Raider 4. Tomb Raider, weiß ich gar nicht. 6, 7. Tomb Raider 1, ganz klar. Tomb Raider 4. Noch eine Lava. Das ist Tomb Raider The Angel of Darkness. Tomb Raider 7. Müsste 7 sein. Das ist, glaube ich, für Anniversaire. Ja, aber das sieht auch cool aus mit dem Bild und hier diesen. Oh, das gefällt mir richtig gut, das Bild, muss ich sagen. Und das ist natürlich von Tomb Raider 1. Das ist so original. Ich finde das schon immer komisch, dass sie hier vorne nochmal so aussahen. Das ist natürlich original. Das läuft schon mit kurzem Haar. Ja, das ist was für die Jungs, ne? Ein knackiger Hintern, muss man ja sagen. Und hier nochmal. Das Wrack der Maria Doria wahrscheinlich. Es könnte Tomb Raider 3 oder Tomb Raider 5 sein, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, nochmal ein Bild. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt sein könnte. Tomb Raider 2 was? Nicht. Wo hat sie denn so eine Pyramide gehabt und solche komischen Statuen? Tomb Raider 3 vielleicht auch. Ja, U-Boot und so weiter. Das sieht aus wie Tomb Raider 5, muss man ja klasse sagen. Und Tomb Raider 2 war ja sowas auch drinne. Und das ist natürlich Tomb Raider 3. Das erkennt man schon allein an diesem Ding hier hinter uns. Auch ein berühmtes Bild. Ich glaube, das habe ich auch. Ich habe das auch schon mal gesehen. Aber frag mich nicht, zu welchem Teil das gehört. Das ist Angel of Darkness. Das sieht man an den Augen. Angel of Darkness. Tomb Raider 7. Tomb Raider 7. Tomb Raider 7. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ah, da sind wir wieder am Anfang. Ja, das sind echt schöne Sachen. So, Tomb Raider 1, Tomb Raider 1, Peru-Galerie. Ah, das ist jetzt der Vergleich. Das ist auch sehr, sehr interessant, finde ich. Vergleich, also, das habe ich ja schon mal versucht zu ziehen. Der direkte Vergleich. Das meinte ich auch, dass diese Brücken ganz anders, diese Tiefe auch ganz anders zu sehen war hier. Das ist eigentlich wunderschön umgesetzt worden. Das ist, glaube ich, der einzige, der ein bisschen, also von der Mechanik ein bisschen anders mal, aber vergleichsweise sieht man auch, dass es identisch aufgebaut wurde. Das ist natürlich komplett anders gemacht worden. Im Tomb Raider 1 gab es da eine Decke allein schon und hier wurde es einfach mal hochgezogen. In Tomb Raider 1 war das halt wirklich eher Höhle und in Tomb Raider Anniversary wurde die Höhle einfach ein bisschen ausgebaut. Ja, hier ist mir leider ein bisschen die Farbe verloren gegangen. Ich mochte dieses rote Dach wirklich sehr, sehr gerne. Und in Tomb Raider Anniversary gab es einfach keins. Aber hier sieht man auch, das wird auch wieder sehr schön szenarisch umgesetzt. Mir fällt auch gerade auf, dass der Hochweg auch bei Anniversary und bei 1 auch schön immer noch so gleich fast aussieht. Wobei natürlich bei Anniversary mehr grün zu sehen ist. Ja, das ist natürlich gleich geblieben, wobei man in Tomb Raider 1 dort die Zahnräder einsetzen musste und sie woanders suchen musste und in Tomb Raider Anniversary dort, also ich sage jetzt 1 und A immer, das ist glaube ich am einfachsten, und bei A musste man dort ein Zahnrad finden. Ja,
auch, man sieht auch hier wieder die Ähnlichkeit, wobei natürlich bei 1 ganz klar zu sehen ist, dass es einfach noch nicht so weit das Spiel geändert wurde, beziehungsweise angeguckt wurde, dass das schwarz im Hintergrund war. Ja, der Tempel, der gefällt mir bei A übrigens ein bisschen besser, weil da auch ein bisschen Feinheiten drauf sind und bei 1 ist es einfach nur so ein Steinding, aber man sieht auf jeden Fall, dass es umgesetzt wurde. Und bei 1 gefällt es mir auch besser, dass man in diesem Tal frei rumlaufen kann, während man bei A ja wirklich irgendwie eingeschränkter ist. Allein schon, weil der Kampfplatz des Dinos eingeschränkt ist und bei 1 hättest du mit dem Dino auch überall anders hinrennen können, theoretisch. So, da sieht man auch wieder, dass 1 viel farbenfroher ist als A, wobei A sich natürlich mehr an die Realität erinnert. Ich mochte aber gerade dieses Pink-Rosa von 1 wesentlich lieber. Ich habe es geliebt, diese Farbe. Das war so meins. Also, deshalb mochte ich das Spiel in dem Fall auch. Wobei natürlich auch versucht wurde, ein bisschen Farbe in A zu bringen. Ja, das sieht man es auch mal. Pink, also dieses Pink-Rosa in 1 und dieses Triste in A. So, da haben wir das Peru fertig. Gucken wir uns Griechenland an. Ja, das Erste sehen wir natürlich, dass die Säulen natürlich in A rund sind und in 1 eckig. Und dass in 1 natürlich auch eine ganz andere Mechanik dazu zustande kam. Das sieht man jetzt auch auf der rechten Seite, dieser Block, der da hin und her geschoben werden musste. Und auf A musste man halt rumklettern. Und hier, glaube ich, sieht man, obwohl die jetzt hier eine gute Position geholt haben, sieht man einfach, dass es für mich in 1 durch Lava und so ist. Es wirkt, finde ich, in 1 immer noch wesentlich höher, gerade wenn man von verschiedenen Positionen auch oben und unten nicht sehen kann. Wenn man jetzt im direkten Vergleich das anguckt, dann sieht es A wirklich wohl von der Grafik mäßig ein bisschen höher jetzt, aber wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, ob 1, wo gerade in 1 die Position ist, weil man wirklich das Problem hat, dass man aus verschiedenen Winkeln unten und oben halt das Ende nicht sehen kann. Und bei 1 kann man es sehen, aber es ist halt wirklich dieser Raum, der boah ist. Aber wenn ich jetzt auch sehe, auch gerade die Deckentextur wurde übernommen, das gefällt mir gerade sehr gut. Das muss ich gerade sagen, das gefällt mir sehr gut. Auch diese Bögentexturen, die natürlich in A ein bisschen auch wirklich 3D-mäßig dargestellt werden, sieht man einfach, wow. Ja, das ist der Raum, den Raum mag ich in 1 lieber als in A. Ihr wisst warum. Ja, hier muss man sagen, dass in A natürlich viel mehr Detailliebe wieder in diesem Ding drin ist, aber in 1 war das Kolosseum einfach größer. Also nicht größer, aber es war einfach. Technisch gesehen, was man da alles machen musste in 1, war das halt ein bisschen größer, weil man viel mehr Laufwege hat, viel mehr dahin und dahin und dahin rennen, hier eine Tür aufmachen, da eine Tür aufmachen, hier eine Tür aufmachen, da eine Tür aufmachen, um endlich die Haupttür aufzumachen, um die Schlüssel zu kriegen. In 1 musste man da ja am Ende nur noch rumspringen. Na, ob das so gut ist oder schlecht ist, kann man jetzt nicht so beurteilen. Ich muss mal ein bisschen gehen, Entschuldigung. Ja, der berühmte Raum hier. Wort, wie ich gerade sehe, ein bisschen was versucht zu übernehmen. Also diese Säulengrafiken wurden übernommen. Aber was hier natürlich fehlt, sind die 5 Schalter, die einzelnen Rätsel und so weiter. Kann man halt so sehen, es sind teilweise zwei unterschiedliche. Also gerade weil bei 1 die Hand, also dieser Handtempel auch ganz woanders ist. Ja, da lässt es sich streiten, welches besser ist. Also dadurch, dass man bei Tomb Raider A, also bei A, kann man und bei 1, gibt es in beiden Spielen, gibt es den Bug, dass das Feuer auch mal komplett ausgehen kann. Das ist unglaublich, dass es in beiden Spielen geht. Bei 1 hatte ich bloß immer das Problem mit diesem Versetzten. Da musste man immer ziemlich genau abspringen und das habe ich meistens nicht immer hingekriegt. Also manchmal habe ich mich da echt verwundet, weil sie konnte in 1 ja auch noch nicht um Ecken gehen. Es war ein bisschen schwierig. Aber in A war das natürlich, dieser Raum im A war natürlich wesentlich imposanter umgesetzt. Ja, hier muss man auch sagen, dass A ein bisschen imposanter ist, aber 1 ist halt Kult. Hier muss man das auch sagen. Obwohl ich das den Raum bei 1 auch schon toll fand. Das ist einfach so, dass A viel mehr Möglichkeiten hat durch die Technik als 1. Aber man sieht auf jeden Fall schon, dass die Räume wirklich versucht wurden, hier 1 und 1 diese Aufgaben, Herausforderungen drauf zu machen. Ja, das ist, glaube ich, das einzige Level, wo in 1 ein bisschen noch, also nicht das einzige, aber hier ist in 1 definitiv mehr zu tun. Obwohl man sieht, die Becken wurden übernommen und so weiter und so fort. Aber man hat in 1 einfach mehr zu tun. Man muss in 1 in der Zisterne
gefühlte 10.000 Schlüssel sammeln. Und ihr habt das ja bei mir im Let's Play gesehen, weil auf einmal stand ich genau da, wo Leo jetzt steht und stellte fest, mir fehlt ein Schlüssel und ich musste wieder zurück und den Schlüssel holen. Und hast du nicht gesehen, keine Ahnung warum, weil ich gestorben bin wahrscheinlich oder und davor den eingesammelt habe. Das war halt in A nicht so, man musste in A kaum Schlüssel suchen, habe ich das Gefühl gehabt. Habe ich einen Schlüssel in A mal eingesammelt und musste ihn benutzen? Ja, am Anfang, aber das ist halt so das Problem, glaube ich. Es ist halt, Tomb Raider 1 war sehr, sehr schlüsselfindelastig und Tomb Raider A nicht. So, und natürlich hier, ich glaube, der Kampf ist auf jeden Fall bei A anspruchsvoller, wesentlich anspruchsvoller als bei 1. Aber bei 1 kann das auch ganz schön, aua, erstmal, also ganz schön schocken, wenn die das erste Mal sich entsteinern. Wobei die, das Entsteinern bei 1 auch schon cool ist. Und bei A wurde es ja durch das Video dargestellt. Kann man sich, glaube ich, streiten. Oh, da sind wir wieder am Anfang. So, Ägypten-Galerie. Ja, Ägypten ist auch ein bisschen kleiner ausgefallen, obwohl es auch in 1 nur 3 Level hat, wenn ich mich recht erinnere. Es ist, ja. Obwohl hier, Entschuldigung. Obwohl hier sieht man das, glaube ich, noch nicht so ganz. Da ist die Höhe des A-Raums gefällt mir besser. Aber im 1-Raum musste man natürlich ein bisschen mehr machen. Das erkennt man hier. Da wurde ja in 1 das Konzept übernommen, dass man erst unten lang springt und später oben lang springt. Aber in einem A wurde halt wesentlich mehr Komplexität eingefordert. Dieser Raum hier sieht man auch schon in 1, ist der wesentlich größer. Also nicht größer, aber wesentlich, ja, man muss ein bisschen mehr machen, habe ich das Gefühl. Obwohl in A natürlich auch so, dass zum Beispiel auch gerade dieses Artefakt auf dem Dach auf A ist eine Parodie oder eine Überlegung auf 1, weil auch auf 1 auf diesem Dach, glaube ich, das Geheimnis war und das Pling gemacht hat, wenn ich es mich recht erinnere. Da lagen wir in UZI-Munition. Diesen Raum haben sie auch übernommen, obwohl er bei 1 natürlich noch ein bisschen anders Funktion hatte, aber das fand ich eigentlich ganz nett. Man hat ihn auf jeden Fall sofort erkannt. Hier in diesem Raum, ich weiß gar nicht, ob es in diesem war, ist auf jeden Fall auch dieser berühmte Block, den man verschiebt und dahinter. Ne, ich glaube, das kommt später. Naja, dieser Raum ist auch berüchtigt, glaube ich. Echt berühmt-berüchtigt und das finde ich sehr gut, den haben sie fast 1:1 übernommen, nur dass man bei A halt noch durch die Möglichkeiten was anderes machen muss, aber er ist einfach berühmt-berüchtigt und ich finde das toll, dass sie ihn genommen haben. Das ist da, ja, hier haben sie wirklich bei A ein ganz anderes Konzept teilweise um diese Räume gemacht, sie haben zwar einige Räume, also eigentlich haben sie die Räume so gut wie es geht übernommen, aber nee, das war später mit den anderen Konzept. Aber sie haben halt hier auch mit diesen ganzen Klettern ja ein anderes Konzept verwirklicht. Ich rede manchmal Schwachsinn, ich weiß, aber ich erinnere mich gerade an einen anderen Raum und da kommen wir später noch zu. Das zum Beispiel sieht man auch schon, dass das ein bisschen anders ist. Bei 1 musste man in dem Raum anders so klettern als bei A. Bei A war auch dieses Artefakt so böse versteckt. Ja, hier sieht man bei 1 wieder, dass dieser Raum wirklich, gerade weil man nicht überall hinleuchtet, einfach nur verdammt groß ist. Natürlich ist bei A die Statue schöner und so weiter, aber bei 1 war das einfach nur unglaublich groß. Man musste einfach mit Leo einmal auf den Statuekopf rauf und den Körper runter machen und sich freuen. Bei Leo, da wurde es auch richtig schön angezeigt. Oh, ich kann es gar nicht anders entsinnen. So, das ist natürlich, ich finde auch der Raum ist bei 1 wesentlich imposanter als bei A. Er wirkt auf jeden Fall größer als bei A, finde ich persönlich. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber bei 1, vielleicht geht es auch an diesem speziellen Grafik, aber es wirkt alles etwas größer. Ja. Und ja, hier haben wir natürlich wieder denselben Anfang. Also ich mochte übrigens dieses blaue, blau-weiß-schwarze bei früher sehr gerne. Jetzt ist es halt weggedummt worden. Die haben halt sich früher wirklich mit den Texturen nicht wie heute an der Realität versucht zu halten, sondern einfach nur, Hauptsache es ist stimmig und bunt, glaube ich. Und das Bunte mochte ich schon immer. Bunt ist toll. Und die neueren Spiele sind irgendwie immer weiter vom Bunt weggeflichen. Schade eigentlich. Auch hier sieht man, sieht ein bisschen ähnlich aus, ein bisschen anders natürlich. Es wurden auf jeden Fall Rätsel weggenommen. Zum Beispiel geradeaus war ein sehr, sehr interessantes Springen. Kugel, Feuer, Kugelrätsel, was mit Lava, was wirklich ein bisschen anstrengend war. Beides hat was für sich. Und hier sieht man auch, die Pyramide ist ein bisschen anders gestaltet, auch von der Textur her. Ja,
Da musste man hier sogar an diesen Rand, da sieht man jetzt links über dem Eingang, sieht man solche Teile und da muss man da hoch und so einen Schlüssel finden und bei A musstest du halt da oben einfach nur einen Schalter drücken. Also wie gesagt, bei A war das sehr wenig, irgendwie Quest-Sachen, sage ich schon, also wichtige Sachen fürs Level einsammeln, sondern einfach nur weiterlaufen. Und bei 1 musstest du wirklich extrem Schlüssel sammeln und so, was bei A irgendwann einfach nicht mehr der Fall war. Also sie haben es am Anfang noch reingebaut, dass man gerade diese Schlüssel für St. Francis Foley suchen musste, aber danach haben sie es mit den Schlüsseln ziemlich schwanken lassen, muss man echt sagen. Ja, also das Vieh wirkt gerade nur riesig, weil es genau vor Lava ist. Normalerweise sind sie nicht so groß und manche schießen halt diese komischen Feuerbälle ab, die man rechts sieht und manche nur so ein kleines Pup. So ein kleines Pfeilding. Ja, hier habe ich in diesem Raum festgestellt, dass der Raum damals ein bisschen also monstermäßig anstrengender war als jetzt. Er war eigentlich nicht, das war halt ein bisschen anders damals, ne? Ja, hier sieht man auch wieder, dass es damals größer wirkte einfach als heute, weil man auch das obere gar nicht gesehen hat. Deshalb kam mir das extrem groß vor. Und man oben runter, Entschuldigung, von oben runter gesprungen war, dann war man noch nicht sofort unten, sondern man fiel und fiel und fiel und das war einfach nur wow. Und sie hat dann immer gleich geschrien. Und im neuen Teil ist es irgendwie ein bisschen weniger mit dem Fallen. Also, Lara stirbt ja auch sehr schnell und schlittert dann immer 3000 Kilometer und ich weiß auch nicht weiter. Joa. Und hier natürlich wieder ganz klar zu sehen, Atlantis war auch sehr viel mit Pink wieder und im neuen Teil war das ein bisschen weniger Pink, sondern eher diese gelbe Leuchtschrift oder dieses gelbe Leuchten drin. Ja, das wurde auch übernommen, da musste man auch Schalter drücken, genau, um die Türen aufzumachen. Jetzt ist das ein bisschen verschärft worden. Naja. Ich finde dieses Pinke immer noch besser als diese komische rote Wand. Und das wirkt eigentlich, dieses Rot wirkt einfach nicht so gut. Es ist ja einfach, weil das Neuere eben mehr auf Realismus gemacht wird. Und das Alte war einfach nur Kult. Unrealistisch und kultig. Ja, das ist natürlich das Traum von einem Spiel, wo man plötzlich mit sich selber konfrontiert wird. Finde ich einfach auch gut übersetzt. Wobei das natürlich Übersetzung ein bisschen schwerer geworden ist, gerade weil man da auch noch Viecher gekriegt hat. Ich weiß gar nicht, ob im Original da auch Viecher aufgetreten sind, wenn man da runtergerutscht ist. Aber das finde ich eigentlich sonst gut gemacht. Ja, hier sieht man schon den alten, den Vergleich zum alten und zum neuen. Was fällt einem da jetzt mal? Ich muss mal gucken, die Klauen waren damals ekelhafter als heute. Also ich finde diese Hand jetzt nicht so ekelhaft wie damals. Damals hat man nur die Knochen mit so ein bisschen Sehnen gesehen. Heute sieht das wesentlich besser aus. Also ich fand die Knochen bei ihm immer so ekelig. Also die Handknochen, wenn man so die Knochen sehen und dann also da ist da nur so ein, oh, ich dachte, das geht gar nicht. Also ich finde das heute besser. Obwohl natürlich damals im Kopf süßer aussah als heute. Heute ist das ein richtiges Fiesling. Früher war das einfach nur ein, oh, guck dir mal an, du willst am liebsten streicheln, aber er ist böse auf dich. Ach, kann man nichts machen, ne? So, da sind wir wieder am Anfang. Und haben wir noch was? Nee, das war die letzte Galerie. Die wirklich sehr schön sind. Also diese Vergleiche gefallen mir wirklich sehr gut. So, Biografien. Lava hatten wir schon. Lassen. Haben wir, glaube ich, auch schon. Kit. Pierre Winston. Hatten wir auch. Nadla hatten wir auch Doppelgängerin. Diese hautlose und furchterregende Kreatur hat eine erstaunliche Ähnlichkeit mit Lara Croft. Ihren primitiven Instinkten folgend imitiert die Kreatur alle Bewegungen ihres Gegenübers. Da er weder ein Bewusstsein noch ein Verstand oder eine Seele besitzt, ist der Doppelgänger zwar gefährlich, aber äußerst verwundbar. Doppelgänger. Und Richard Croft. Laras Vater, Lord Richard Croft, studierte in Eton Anthropologie und Archäologie. Das beträchtliche Vermögen seiner Familie ermöglichte dem jungen Richard unzählige Expeditionen an historische Stätten in aller Welt, mit deren er Beweise für eine gewagte Hypothese einer Schlüsselkultur vor Beginn der bekannten Geschichte suchte. Ein Jahr nach Richards Hochzeit mit Lady Amalia de Mornay erblickte Lara das Licht der Welt. Als Amalia 9 Jahre später nach dem Absturz ihres Flugzeugs spurlos verschwand, war Richard von der fixen Idee besessen, eine Frau zu finden. Seine Frau zu finden. Eine Frau. Ja, er findet einfach irgendeine Frau. Nein, seine natürlich.
Ein paar Jahre später kam es selbst beim Ausgrabung im Kambodscha ums Leben. Arme Lehrer. Vater und Mutter verloren in dieser Geschichte. Okay. Outfits. Die haben wir ja schon alle mal durch. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich alle sind, aber das scheinen alle zu sein. Die haben uns ja schon alle angeguckt. Reliquien. Die haben wir auch schon alle gesehen. Musik. Da können wir uns natürlich jetzt auch alle möglichen Themen angucken. Das Team haben wir auch schon gesehen. Und Kommentare haben wir auch freigeschaltet. Oh. Oh, da hat jemand Zeitspiele gespielt, die ich noch nicht gespielt habe, muss ich sagen. Also man sieht, das textlose Modus ist übrigens der sinnvollste Modus, den man machen kann. Der ist sowas von schrecklich. Unbegrenzte Atemluft, Sonnenbrille. Sonnenbrille. Sonnenbrille gefällt mir. Ja, das kann jetzt eigentlich so ein bisschen egal sein, dass wir das freigeschaltet haben. Das Wichtigste haben wir jetzt, glaube ich, aus diesem Spiel gesehen. Gerade die Galerien finde ich wirklich sehr schön. Also was hier drin ist, müssten wir alles freigeschaltet haben. Und die Sheets, da fehlen halt noch ein paar Zeitspiele. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Spielen. Deutsch spielen. Gucken wir mal. Nein. Da bei Coffin Manor gibt es ein Zeitspiel. Wollen die mich fahren? Okay. Ja, benötige Zeit 0000. Ja, benötige Zeit 0000. Hat da jemand geschieht? Ich weiß nicht. Griechenland. Griechenland hat da Zeit benötigt. Finde ich lustig. Ja, ja, ja. Nein. Oh, der Ober ist von Kamun, aber das Level ist doch so ätzend. Nein. 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 Okay. Das ist jetzt. Es ist halt doof, dass ich mir einen Spielstand holen musste, aber es ist halt so. So, das war auf jeden Fall Lara Croft. Tomb Raider Anniversary. Das letzte Spiel, was ihr wolltet. Und wie ich das schon einmal erzählt habe, werde ich jetzt schauen, was ich danach mache. Vielleicht mache ich auch noch was anderes. Ich habe noch keine Ahnung. Ich muss es erstmal sehen, was ich Lust habe. Auf was ich einfach Lust habe wahrscheinlich. Also ich habe auf jeden Fall in der Umfrage, die Meinung mal so ein bisschen geguckt. Und ich werde mich um Silent Hill 2 auf jeden Fall kümmern. Also müsst euch keine Sorgen machen. Gerade weil ich jetzt auch wissen will, wie es weitergeht. Aber mal gucken, was ich denn noch mache. Das will ich jetzt aber nicht hier machen. Vielleicht werde ich morgen eine kleine Weihnachtsansprache selber halten. Weil, also morgen noch nicht. Morgen ist, also heute ist gerade Freitag geworden. Also es ist jetzt schon 1.07 Uhr. Ich müsste dringend ins Bett. Und mein Freund ist auch noch nicht hier. Der ist nämlich weg. Der ist auf Tour, wollte ich gerade sagen. Nein, der ist mit einem Kumpel weg. Aber der müsste bald wiederkommen. Der muss morgen nämlich auch noch zur Arbeit. Naja, und am Samstag ist Heiligabend. Vielleicht mache ich jetzt noch die letzte. Also, heute ist der 23. gerade angebrochen, morgen ist der 24. Ich weiß nicht, wann ich das rendere, weil ich ganz gerade auch mit Camtasia jetzt rendern möchte. Und ich das noch herausfinden muss, wie das am besten geht. Aber das kriege ich auch noch raus. Und ich quatsche schon wieder, weil ich einfach quatschen will. Keine Ahnung warum. Kennt ihr das? Ihr quatscht einfach weiter, obwohl. Und Lehrer streckt sich und Lehrer reckt sich und. Ja. Mit denen kann es auch noch ein bisschen wackeln. Und zeig sie uns nochmal. Und nochmal in die andere Richtung gucken. Ja, aber. Oh, schade. Ja, jetzt guck nochmal ein bisschen mehr in die andere Richtung. Dreh dich doch nochmal. Guck dich nochmal nach hinten. Da könnte mehr von hinten kommen. Ja, und der hat ja ans Hosenbein Staub gewischt. Staub gepustet. Naja. Okay. Wir sehen uns irgendwann wieder. Ich sag erstmal hier ciao. Und ihr werdet ja bestimmt meine nächsten Projekte auch alle ein bisschen beobachten. Mal gucken. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Okay. Ciao. Gute Nacht. Und, oder guten Morgen, oder guten Mittag, guten Hunger am besten. Je nachdem, wann ihr es schaut. Tschüss!